Rundenauftakt der Blauen gegen die SV Elversberg, nachdem letzte Woche das Spiel gegen Mannheim ausgefallen ist. Und das Spiel auf der Waldau hat es heute in sich. Die beste Auswärtsmannschaft ist zu Gast beim schlechtesten Heimteam der Liga. Aber die Kickers sind motiviert und zwei sogar doppelt. Mio Tunjic und Sebastian Mannström sind beide schon für den heutigen Gast aufgelaufen und wollen die drei Punkte natürlich in Degerloch behalten. Bei herbstlichem Wetter gehört die erste Szene dem Blauen, Pfeiffer. Auf den angesprochenen Mannström und er schießt, aber Daniel Batz ist da. Nur kurze Zeit später, Pfeiffer. Schickt diesmal Tunjic. Aber sein Schuss ebenfalls kein Problem für Batz. Wir sind jetzt in der 22. Spielminute. Schöne Kombination auf der rechten Seite. Schoscha im 16er. Zu Malone vom Elfmeterpunkt mit Spann. Batz saustark. Daniel Batz hat für Freiburg bereits ein Bundesligaspiel absolviert. Dabei aber 0:4 gegen den damaligen Meister Dortmund verloren. Die Elversberger sind in dieser Phase nur durch Standards aktiv. Das ist Obernosterer. Sein Freistoß kann erstmal geklärt werden, kommt aber zu Österhellweg. Aber sein Schuss geht weit vorbei. Dann die vierte Ecke für die Blauen. Es wird Schulz gesucht, nicht gefunden, dahinter Malone. Ball ist weiterhin im Spiel. Schulz zu Szczepanik, aber seine Flanke missglückt ihm. Erneut die Gäste per Freistoß, diesmal Österhellweg. Schon neunmal hat er getroffen, diesmal nicht, weil Königshofer aufpasst. Die 2420 Zuschauer sehen eine gute Partie, eine Partie mit vielen Chancen. Und die nächste gibt es durch Mio Tunjic. Um 30 cm verpasst er das Tor, damit 0:0 zur Halbzeit. Keine personellen Veränderungen und auf dem Rasen geht's weiter mit Malone und Batz ist wieder da. Wenn Elversberg kommt, dann durch Standards. Dirke kommt jetzt an den zweiten Pfosten, aber das ist erstmal keine Gefahr für Königshofer, der möchte das Spiel schnell machen. Dann verlieren die Blauen aber gleich zweimal hintereinander den Ball und dann kann Elversberg über die rechte Seite kommen, über Lukas Kohler. Der geht in den 16er gegen Schulz. Die beiden Tormänner sind die stärksten Spieler ihrer Mannschaft. Die spielerische Dominanz der Blauen ist jetzt kaum noch zu übersehen. Aggressive Zweikämpfe wie hier Szczepanik. Und dann zieht Pfeiffer nach vorne, der 20-Jährige als Antreiber der Mannschaft. Auf Mannström, weiter zum eingewechselten Koch. Und der findet Thermann. Kiel Gomez auf der Linie, kein Handspiel gepfiffen. Nochmal Pfeiffer, gegen 4. Und dann schmeißt sich Batz auf den Ball. Die Kickers sind besser, lassen aber auch ihre Riesenchancen ungenutzt. Die Gäste sind durch ein enormes Flügelspiel präsent. Das ist Lukas Kohler gegen Pfeiffer. Und in der Mitte fliegt Kaplani ganz knapp am Ball vorbei. Nochmal geht es von der rechten Seite gefährlich los. Biancardi zieht in die Mitte, weiter zum Kapitän Birk, aber auch er schießt neben das Tor. Erneut ein Standard für Elversberg. Und die Ecke landet bei Leandro Grech. Tor! Der 36-jährige Innenverteidiger mit der Führung für den Tabellenführer. Königshofer sieht das erst sehr spät. Noch 8 Minuten haben die Blauen. Tunjic mit dem Kopf an die Latte, aber davor abseits festgestellt. Vom Schiedsrichter gespannt um Jonas Weikenmeier. Weiter die Blauen, die auf den Ausgleich drängen. Der eingewechselte Kühle. Über Kaffenberger zu Koch und der zu Schoscher. Dessen Flanke landet bei Thermann. Pfosten! Und das war es dann auch. Die Kickers besser, aber behalten daraus leider keinen Punkt. Hallo Maurizio, was sagst du so kurz nach dem Spiel? 0:1 verloren. Ich glaube, wir waren ja die schlechtere Mannschaft. Ja, eigentlich fehlen mir jetzt die Worte. Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Die Torchancen nicht gemacht und dann kriegt man so ein dummes Standardtor und ja, pure Enttäuschung. Für dich persönlich
eigentlich stand unsere Abwehr jetzt relativ gut. Wir haben fast immer die gleiche Formation gehabt in den letzten Begegnungen. Funktionieren die Absprachen zwischen euch jetzt sehr gut? Habt ihr euch eingespielt? Ja, wir sind auf jeden Fall eingespielt. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wir müssen die Tore vorne einfach machen, als Mannschaft zusammen, und dann kommt der Erfolg auch wieder zurück. Ganz einfach. Was meinst du, was ist in dieser Saison noch drin für uns? Wir schauen von Spiel zu Spiel. Wir versuchen, jedes Spiel zu gewinnen, und dann schauen wir schlussendlich, was am Ende rauskommt. Haben wir heute hier einen Aufsteiger gesehen? In Form vom SV Elversberg? Ja, wenn man solche Spiele dann noch gewinnt, dann ja, so steigt man letztendlich dann auf. Aber ja, es sind noch Relegationsspiele und es ist noch ein weiter Weg. Und schauen wir, was am Ende rausspringt. Vielen Dank. Luca, 0:1 heute gegen den Tabellenführer. Woran hat es gelegen, dass wir das Spiel nicht gewinnen konnten oder zumindest einen Punkt hier behalten durften? Ja, an der Chancenverwertung. Ich denke, wir müssen auf jeden Fall 1-0 machen. Haben die ganze Zeit dominiert, auch überhaupt keine Torschüsse zugelassen und kriegen dann durch so einen dämlichen Standard ein Tor. Und das ist einfach nur Pech und ärgerlich und einfach total unverdient gewesen. Aber so ist eben Fußball. Du selber hattest ja nur ein oder zwei Chancen auf alle Fälle. Wie fühlt man sich da so nach dem Spiel, wenn man die halt eben nicht reinmacht? Ja, natürlich fühlt man sich schlecht, aber man muss auch die Mannschaft loben, wie wir gespielt haben, nicht aufgegeben haben, immer weitergemacht haben. Es war einfach gut, und mit der Zeit, wenn wir ein bisschen mehr Glück haben, ich denke, das kommt jetzt auch, dann werden wir solche Spiele auch gewinnen. Ja. Für dich persönlich, sagt man, du hast Potenzial zum neuen Publikumsliebling. In Eningen beim Pokalerfolg haben die Fans dich gefeiert. Wie kommst du dazu? Ja, keine Ahnung. Ich freue mich auf jeden Fall. Bin auch froh, bei den Fans gut im Wort zu stehen. Und ja, das freut einen natürlich. Und klar, ist schön. Ausblick fürs nächste Auswärtsspiel in Kaiserslautern? Klar, wir wollen da 3 Punkte holen. Ich denke, wenn wir so weiterspielen wie heute, dann ist es auf jeden Fall drin. Wir haben gegen den ersten Platz gespielt. Die haben eine Niederlage gehabt. Und was wir da heute abgezogen haben, das war eigentlich richtig gut. Und wenn wir so weitermachen, werden wir unsere Spiele auch die nächsten auf jeden Fall gewinnen. Vielen Dank.